Freunde. Oh, fuck. PDX or nothing. Guten Morgen, Freunde. Willkommen zu einem neuen Tag. Es ist noch super, super zeitig. Ich bin gerade im Office angekommen, es ist noch dunkel und ich bin der Erste. Ich weiß gar nicht, warum ich so flüstere. Ich war schon beim Sport und heute möchte ich euch was mitteilen, denn ich habe bald einen Travel-Vortrag bei Fern und Weh und das Ganze nennt sich 15 Stories aus 15 Ländern. Wie das Ganze ungefähr aussehen kann, seht ihr jetzt mal. Traveling, the most ancient human behavior. It hasn't ever been about getting from A to B. It's about the journey itself. Ja, wenn das mal nicht geil wird, oder? Gibt nur ein kleines Problem. Der Vortrag ist in ein paar Tagen und ich habe noch nichts vorbereitet. Und deswegen werde ich heute einen krassen Typen treffen. Der hat richtig, richtig viel Moderationserfahrung. Der weiß, wie es abgeht. Der hat auf allen großen Bühnen gestanden. Und der wird mir heute ein paar Tipps geben, wie ich denn meinen Vortrag richtig geil mache. So, Freunde, und jetzt ist er da, der Mann. Wir waren gerade schon in der Dankbar-Essen. Ja, Kai, grüß dich, was geht? Alles gut. Ja. Denn ja. Kai wird mir jetzt nämlich gleich mal ein paar Tipps geben. Ob mir das gelingt. Ja, aber erstmal fahren wir jetzt zu den Kiro-Werken und machen dort ein paar Fotos. Das ist nämlich eine ganz neue Location. Hast du die schon gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe ein Bild gesehen, aber ich bin sehr gespannt, wie es in Natur aussieht. Okay, auf geht's. Gibt es ein paar Ehrentipps. Also war hier schön reingesneakt. So, Freunde, hier mit bekanntem Gesicht hat es geklappt. Nee, jetzt kann ich es ja sagen. Beim letzten Mal haben sie mich weggeschickt. Ach so, ja, das hast du mir aber vorhin nicht verraten. Nee, vorhin habe ich gesagt, so alles easy, das wird schon klappen. Naja gut, aber wenn du hinter mir läufst, dann bist du natürlich auch kaum zu sehen. Ja, stimmt, bei dem Kreuz, ne? Ich bin ja schon eher ein breiter Typ. Neuer Instagram-Hotspot in Leipzig. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt. Aber also, wird jetzt bekannt. Jetzt wird's wir bekannt. Machen es jetzt bekannt. Ja. Dann ist es zu spät. So, gibt es noch ein paar Fototipps hier von Kai. Sag mal an, was probierst du gerade? Ich versuche hier gerade mit einer Spiegelung zu arbeiten. Ja. Und gucke gerade, ob ich die Kugel hier auch noch unten reinkriege. Ich denke, wenn du es verlängst hältst, das Handy. Und den Mann da hinten, den mache ich mit Touch-Retouch raus. Touch-Retouch kennst du nicht? Ich fotografiere die Fotos immer gleich perfekt, da muss ich nichts bearbeiten. Ja, aber wenn jemand im Bild ist, den du nicht im Bild haben willst, dann lösche ich. So, okay, da ist der Mann. Da ist der Mann im Bild. So, den machen wir jetzt weg. Wird markiert. Auf Go und zack. Weg ist er. Weg ist er. Jetzt machen wir hier das Loch noch zu. Oder das Fenster größer, wie man will. Es geht beides. Wir gehen jetzt in mein Bad hier. Ah. Kai, sein Bad, steht er da. Kai, du bist ja auch schon richtig viel rumgekommen. Aber vor allem kennst du dich ja auch extrem gut aus, was Reden angeht und Moderieren. Ich habe es ja vorhin gehört, hier haben uns gerade zwei Leute angesprochen, die ein Autogramm wollten. Da hat Kai gesagt, so, komm, ich sag euch einfach was auf Handy und dann 15 Sekunden, boom, on point. Vielleicht mache ich mal einen Job draus. Auf jeden Fall diesen Vortrag, ich habe wirklich noch nichts vorbereitet. Mhm. Ich habe zwar so ganz grob im Kopf, okay, die Story könnte man vielleicht erzählen oder die andere. Aber was hast du als Moderationslegende für Tipps, wie ich diesen Vortrag rocke? Also ich glaube, ein bisschen Vorbereitung ist nicht schlecht bis dahin. Also du solltest dir sicherlich Gedanken darüber machen, was willst du da an Bildern zeigen, was zeigst du vielleicht an Videos, welche Geschichten kannst du zu den Bildern, zu den Videos erzählen, weil das zieht die Leute ja rein. Die Leute waren ja nicht mit dabei. Also das ist immer ganz wichtig, dass man daran denkt, dass die Leute, die da zuhören, zugucken, die waren ja auf der Reise nicht dabei. Die haben keine Zusatzinformationen, die haben das Ganze drumherum nicht erlebt. Ne? Also die muss man da erstmal reinziehen. Ja. Und die müssen deine Faszination spüren, die du in dem Moment dann wirklich weitergeben kannst. Also fange ich nicht an wie, ja, wir waren dann in Beirut und haben das und das gemacht, sondern eher so drumherum, oh, ich war schon zwei Wochen auf Tour und durchgemachte Nacht und zehn Stunden von Kapstadt. Genau, das und dann waren wir in Beirut. Genau, also mit vielen Details anreichern und blumig erzählen, also vielleicht ein bisschen übertriebener erzählen als das, was die Realität war, aber so, dass die Menschen wirklich Dinge auch miterleben können, die sie nicht gesehen
haben. Also das musst du ja irgendwie sehen, dass du sie da mitnimmst, dass du sie wirklich auf eine Reise mitnimmst. Und ein Bild kann natürlich viele Geschichten erzählen. Also ich weiß zum Beispiel, als ich das letzte Mal in Indien war, da waren wir in einer Gegend, wo ich wirklich glaube, dass da noch nie ein Ausländer war. Ja? Okay, krass. Und das war dann so, wir kamen dann dahin mit dem Kamerateam und dieses tolle Licht in Indien, diese rotbraune Erde, und es sah irgendwie alles toll aus, obwohl es eine sehr arme Gegend war, aber die Menschen waren alle total bunt angezogen und am Anfang waren die alle sehr vorsichtig. Na, sie sehen so, standen sie in den Türen, in den Fenstern und haben gesehen, oh, da ist irgendwas, irgendwie wie eine Mondlandung, ja, kam denen, ja, das vor. Dann kamen sie immer weiter raus aus den Häusern und plötzlich kamen sie immer näher und immer näher und dann waren wir in so einer ganzen Gruppe plötzlich drin. Wir waren zu viert, Kameraton, Producer-Kollegin und ich, und dann merkst du so, dann kommen die immer näher und dann hast du plötzlich so eine Hand mal am Rücken, okay, und dann gucken die dich an, weil du ja doch vielleicht ein bisschen größer bist als sie. Ja, und so entsteht dann plötzlich sowas. Ihr merkt schon, hier, der Mann, der kann erzählen, ne? Ja. Also. Und das alles kann man im Grunde genommen auch an einem Foto erzählen, ja, und sagt, und dann, na, das alles ist passiert und dann habe ich meine Kamera rausgeholt und habe dieses Bild gemacht. Ja, dort, und ich sage nur zwei Stichworte: Drohne, Polizei, Stromkabel. Also ich bin auch Drohne geflogen in Indien, habe aber erst hinterher gehört, wie sehr das da verboten ist, ne? Wie sehr das da verboten ist und dass man besser nicht dabei erwischt wird. Was auch spannend ist, die ganzen Kids, die wir da dann getroffen, mhm, haben, ne? Und wirklich, wir reden davon, die wohnen in Häusern, wo keine Türen drin sind, wo keine Fenster drin sind, wo einfach wirklich Stoff vor den Fenstern hängt, ne? Aber die Kids, alle ein Handy, ja? Und das Erste war so, ne, die sprechen ja auch dann durchaus ein bisschen Englisch, ne? Ja. Als Erstes haben sie mich gefragt, do you have Instagram? Are you on TikTok? Ja, okay. Und das war so dieses Weltumspannende, ne? Ja. Das war das Thema, ne? Und dann habe ich ihnen gezeigt, okay, ich hast bin auf gesagt, Instagram hier, und so. Ehrenpflaume abonnieren? Ja, und dann war das Erste, nee, da gab es Ehrenpflaume noch nicht. Aber dann war das Erste, dass sie gesehen haben, dass mein Profil einen blauen Haken hat. Ja, und da sind die völlig, okay, durchgedreht. Ne? Ja. Und dann war für die sofort klar, oh, der macht irgendwas Besonderes. Ne? Dann haben sie gesehen, okay, ich habe auch ein paar Abonnenten auf Instagram und so. Und ja, und dann war das, also ich musste ein Foto mit ihnen machen und muss sie vertaggen und so. Ne? Also die waren voll, okay, im Game. Ja. Aber sonst hatten sie nicht so viel. Krass. Und was toll war in Indien, die Menschen mochten das so sehr, fotografiert zu werden. Mhm. Ja, oft kommst du irgendwo hin, verständlicherweise, wo die Leute sagen, na, nee, ich möchte nicht fotografiert werden. Zum Beispiel Deutschland? Ja, nein, kann ich auch nachvollziehen. Hat ja jeder auch das Recht darauf. Aber die waren so stolz darauf. Ne? Cool. Also so, die haben dann irgendwie noch schnell jemand dazugeholt, mhm, und das sah einfach alles toll aus. Über Indien wird es auf jeden Fall was, mhm, zu hören geben. Ich könnte euch auch noch eine Geschichte über Alaska erzählen. Das mache ich aber nicht. Alaska? Vielleicht sollst du da mal so einen Vortrag halten. Ja, so von meinen ganzen Drehreisen erzählen. Das wäre bestimmt spannend. Ja? Ja. Zwei Tage welches, Alaska. Welches Land hat dich am meisten beeindruckt? Boah, da bin ich jetzt wieder zurück bei Indien. Ich glaube, Indien hat mich deswegen so krass beeindruckt, weil es am allerweitesten von unserer Kultur so weg ist. Wo warst du da genau? Ich war dreimal in Indien. Ich war einmal in Delhi, ich war einmal in Chennai und ich war einmal in Bangalore. Also du findest in jedem Land irgendwas Westliches. In Indien ist das irgendwie alles sehr eigen. Ja, ist super speziell, ne? Wir waren in Delhi, da war Smog-Alarm. Mhm. Boah, das war irre. Also wirklich, guckst aus dem Hotelzimmer, du kannst siehst, 20 du siehst Meter nichts. Weit gucken. Das ist verrückt. Aber es ist alles eben auch so krass beieinander. Ne? Du hast wirklich krass reiche Leute, ja, ja, und keine Mittelschicht und dann wieder wirklich krass arme Leute. Ja? Ja. Und das alles so nah beieinander. Aber lass uns doch mal zum Reden zurückkommen, mhm, oder zum Vortragen. Ich habe mal einen Vortragsbeginn, mhm, überlegt. Den musst du jetzt mal bewerten auf, mhm, einer Skala von 1 bis 5. Mhm. Ja? Und ich wollte starten so. Ja, schönen guten Abend. Ich heiße nicht nur Benjamin, sondern auch euch willkommen. Oh nein, bitte nicht. Findest du gut oder nicht so gut? Nee, das finde ich nicht so gut. Also, nee, das ist wirklich, also das ist eine Form von Dad-Joke, den wird nicht mal ich machen. Okay. Ja, also wenn überhaupt, ja, ja, wenn überhaupt, dann musst du sagen, hallo, guten Abend, ich heiße Benjamin und ich habe euch ein paar Blümchen mitgebracht. Ich warte eigentlich schon den ganzen Tag, dass wir an irgendeinem Obstbaum vorbeifahren und dass du da sowas droppst von dir. So, also wenn ich sage, hey, mein Name ist Pflaume, jetzt kommen wir mal zum Kern der Geschichte. Nee, ich glaube, wichtig ist, wenn du mit dem Vortrag anfängst, dass du ganz kurz was zu dir erzählst, ja, damit die Leute überhaupt eine Verbindung zu dir aufbauen. Mhm. Dass du sagst, ich bin Benjamin, ich mache das und das. Und gut ist natürlich am Anfang so einen Eisbrecher zu haben, also eine lustige Geschichte aus deinem Leben zu erzählen, warum bist du überhaupt Fotograf
von Videogaffer geworden? Hast du die Schule abgebrochen? Bist du fünfmal sitzen geblieben? Nee, aber schlechtes Abi, zählt das auch? Ja, geht auch. Ist eine gute Voraussetzung. Guten Abend, ich bin Benjamin und ich muss euch sagen, ich habe echt ein scheiß Abi gemacht. Das wäre ein überraschender Einstieg, weil damit würde keiner rechnen. Ja, stimmt. Aber mit so einem schlechten Witz zu starten, ist gefährlich, weil dann kann es auch sein, dass die Leute so sitzen, oh Gott, wo sind wir denn hier hingerannt? Wow. Dann schalten die gleich von Anfang an ab. Ja, also so, das zieht dich so runter. Also du musst die Leute erstmal für dich gewinnen. Ne? Mhm. Das ist ja immer der Punkt, habe ich zum Beispiel selber erlebt, als ich noch nicht beim Fernsehen war, aber schon so kleinere Moderationen gemacht habe. Da war das viel, viel härter, das Publikum für dich zu gewinnen, weil du keinen Credit hast. Ja. Du kommst irgendwo hin. Du bist irgendein random Dude, ja, keiner kennt dich. Und die Leute haben gesagt, oh ja, heute nichts im Kino, keine Ahnung. Sonst war mir auch langweilig, gehe ich mal auf so einen Reisevortrag. Ja. Ne? Und dann kommst du da mit deinem orangen Pulli und dann sehe ich, ach, noch so ein Vogel da. Noch so ein Selbstdarsteller, ne? Ja, so ein bisschen so, ne? Und das kann ja was werden. Ne? Und jetzt musst du die für dich kriegen. Funktioniert am besten eigentlich immer über Understatement. Also nicht den Leuten erklären, dass du der Geilste bist. Leuten erklären, dass du das liebst, was du tust und dass du ihnen das gerne nahe bringen möchtest. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Das ist die Aufgabe für den Abend, dass die Leute merken, dass du für das brennst, was du machst. Wow, ey. Freunde, also jetzt könnt ihr es dann ja im Nachhinein, wenn ihr das Video später seht, könnt ihr es im Nachhinein bewerten, ob es sich ausgezahlt hat. Ich glaube auf jeden Fall. Ich habe richtig was mitgenommen. Wenn man 27 Jahre beim Fernsehen war, dann kann man das machen. Dann kann man Dad Jokes machen. Ne? Und ansonsten sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Wer ihm noch nicht folgt, der sollte das jetzt schleunigst tun. Ehrenpflaume auf YouTube, ne? Der beste Kanal des Internets. Nein, das stimmt nicht. Aber ganz lustiger. Auf jeden Fall. Ich bin großer Fan. Deswegen, Leute, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke.